choice. Go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP. Habe ich die richtigen Covers da drauf? Ja, ne. Ja, okay. Mal gucken. Ja, okay. Und ja, wir begrüßen euch. Ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Ja, wir machen weiter hier in dem Event. Ich habe einige Sachen offscreen gemacht von dem Event. Ne, da konnte man ja einige Kämpfe machen. Was hier noch? Habe ich noch nicht meine Dailies gemacht? Doch. Noch nicht voll. Okay. Und ja, gut, dazu erstmal mehr. Gucken wir uns erstmal die Cutscene an, nehme ich an. Ne? Jetzt kommt wahrscheinlich wieder was. Und zwar Punktebrett. Wir müssen als jetzt gegen Brutal kämpfen. Nee, sag mal, nee. Zurück zur Loge. Qualifiziert zum Champion-Kampf. So. Ich habe die Sachen nämlich offscreen gemacht, wo wir gegen so normale Gegner kämpfen mussten. Einfach um uns ein bisschen Zeit zu sparen, ne? Gefährlicher Wahnsinn, gar. Keine Ahnung. Haben wir ihn überhaupt schon mal getroffen? Dann Hang hat den getroffen. Haben wir den getroffen? ジュンカイレンジャーとはここで戦う純子の信者たちです。組織にはいろんな人がいますが、話が通じる人もいれば、ブートヒルのように。で、ダフィアンファー、見てみましょう。ジュンシュの信者。ってことは、先囚人と同じじゃないのか。どんなに危険な人物だって、さすがに仲間の年で悪事を働いたりはしないよな。 Ich habe ihn auf Pinakuni getroffen, er ist ein recht anständiger Kerl, ja. Naja, Silberwolf ist auch gesucht, aber die ist auch voll chill. Kampanien und Juyo-Schmähte-Haihan-Gaufusake-Destudio-Sulto-Homo-Emasen-Ode. Der dunkle Witwer. So. Und zwar hier, man konnte ja diese zwei Kämpfe machen. Ne, kann man das hier nochmal anschauen. Taktik neu. Aber ich ja gleich sehen, ne, und dann alles ist. Kampf zum Qualifikation. Genau hier. Da gab es ja diese Kämpfe, die ich machen konnte. Und ja, da waren halt gegen Gegner, das war gegen so drei von diesen Schweinchen. Da waren diese einen. Der Kampf war mehr oder weniger der Kampf gegen diese drei Bosse. Hier dieser eine Boss, der hier drei Gegner auf einmal ist. Und er war irgendwie so eine kleine Mini-Quest halt so. Also, keine Ahnung, der wollte irgendwie Luca irgendwie so darstellen als irgendwie so ein Verbrecher, weil er irgendwie. Oder so ein Schwindler, weil er irgendwie sich mit Topaz irgendwie vorher getroffen hat. Und dann haben die gedacht, oh, der hat sich mit der IFK zusammengetan. Und jetzt denken die, die machen jetzt irgendwie gemeinsame Sache. Und deswegen hat irgendwie Luca irgendwie voll einen schlechten Ruf gehabt. Und ja, das war sozusagen die Story von dem, von dieser Quest. Und ja, danach hat sich natürlich rausgestellt, er hat die Möglichkeit, was mit den Typen zu tun gehabt. Und ja, war lustig, aber ja, war ein bisschen zu viel Text und so weiter alles. Der auch nicht synchronisiert war, deswegen habe ich dann aufs gemacht. Das ist halt wie eine Weltquest, ne? Ich tue nur das machen, was ja auch Dialog hat, was wichtig ist. Ach ja, man konnte mit diesen Tapia-Dingen auch noch kämpfen, reden. Da konnte man mehr oder weniger noch mal den Kampf gegen Topaz machen, nur halt ein bisschen schwieriger. Aber ich fand den ehrlich gesagt genau gleich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sah jetzt irgendwie gar keinen Unterschied. Nur je weiter man kommt, je mehr AP man abzieht, desto mehr Belohnungen bekommt man. Aber ich fand das irgendwie nicht, dass der Kampf irgendwie anders war. Ganz ehrlich. Aber mit diesem Tapia, den kann man sozusagen die Bosse nochmal bekämpfen. So wie ich da verstanden habe.
Hier war Wetten, dass die letzte Person Yunli ist. Boah, Yanjing. Stimmt, ne? So. Alles klar. Die Siege der beschworenen Objekte von Gegnern, um eine große Menge an Atmosphärenpunkte zu erhalten. Mit den von Gegnern erlittenen DOT um 50%. Der Bossgegner erleidet Seelenfass und beginnt zur Runde, wird allen Gegnern einmal Blitz-DOT zufügt. Das heißt, ich brauche Kafka. Genau. Und da habe ich wieder Dings. Ich habe auch genug DOT. So, ich brauche Kafka, weil Blitz. Ich habe jetzt, wo ich darüber nachdenke, gar nicht so viel DOT. Ich meine, am besten wäre natürlich hier wieder Adjorn, ne? Aber ich will mal hier was anderes. DOT. Wer macht denn hier DOT? Kneifen macht DOT, aber ich habe sie jetzt nicht so. So coole Sachen. Hat sie überhaupt irgendwas ausgerüstet? Ich habe letztens mal. Ja, sie, genau, sie hat ja halt 5-Sterne-Dingen, ja. Okay, ihre Waffen sind nicht vollkommen. Das sollte eigentlich reichen, ne? Ja. Dann packen wir Kneifen rein. Und wer hat noch DOT? Sonst eigentlich niemand. Das heißt, gehen wir auf Verteidigung, würde ich sagen, ne? Das heißt, hier Fushuan und ja, nehmen wir mal Hoho. Ne? Klingt das nach einem guten Team. Hoho wird sogar empfohlen. So, am besten wäre ja noch sie, aber habe ich leider nicht. Machen wir das Team. So. Bei allen Gegnern brennen, Schock, Bluten und Windscherung für 2 Sekunden. Okay, machen wir das. Wie ein DOT-Effekt mit den Gegnern belegt wird, wird seine erlittenen Schaden. Ja, gut, soll ich das Beste, was ich machen kann? Na gut, komm, überspringen. Nein, hat Genshin übrigens auch nicht. Ne, ich möchte es nur mal sagen. Tut mir leid. So. Was ist dieser Screen? Der macht so eine Sekunde. Lukas Star kam. Bang. Ich bin sein Coach. Ich kämpfe nicht, ich könnte dich versehentlich umbringen. キュートなロリポップめ言ってくれんじゃねえか。本当は俺に撃たれんのが怖いんだろうが。お前らそんなに親しかったのか。別に親しいわけじゃねえよ。まあせいぜい命を懸けた間柄ってとこだ。だからといってあんたに手加減する積もりはねえからな。望むところだ。俺だって手加減しない。 ベイビー、これはまだ。ベイビー、危険しな。あんたじゃ俺の相手になんねえ。まだ試合は始まってすらいねえのに、なんで俺が勝てないってわかるんだ。俺の鉄拳はお前の銃弾に負けないくらい早いぞ。俺らの目指してるもんが違えからだよ。あんたは勝利、そして名誉のためにここに来てんだろうが。俺は復讐のためにここにいる。名誉なんてもんは。 俺にとっちゃ何の話もない。それとあんたのキューティー鉄拳の話はもう聞きたくねえから、それ以上口にすんなよ。カンパニーの門なんざ見てるだけでヘドが出る。待っとけ、後で感想してやっかんな。俺は銀河中のニュースで、カンパニーの重要指名手配犯が演武典礼で最も輝かしいスターになって人気を博し、 商談のために先週へ来たカンパニーの犬どもの面目を潰したって報じられてんだ。
ブートヒル、あんたとカンパニーとの間にどんな確執があるかなんて知らねえが、俺らに違いはないはずだぜ。結局はどっちも銀河中の注目を集めたいと思ってんだからな。わかったわかった、あんたと言い争う気はねえよ。Das ist überhaupt legal. Eine Knarre. Das ist Kampfkunst hier. Wir kämpfen vorhin und jetzt. Vorhin haben wir gegen, letztes Mal haben wir gegen Kokolia gekämpft. それが全部ジャムったらあんたの勝ちだ。だがそうじゃねえときは。このリングの床、掃除すんのが大変になんだろうな。おい、ブートヒル、これはあくまでただの手合わせなんだぜ。寸止めすればいいじゃねえか。命をかけてまで戦う必要は。このウーボ、他のやつは遊びかもしれねえが、俺はちげえぜ。Naja, er ist gesucht, also ja. Klar, er tut sein Leben hier riskieren. Sack, cheese. Was machst du da? Luca!来いよ、俺を殴ってみろ。あんたにやれんのか。なんとか言ってみやがれ。この野郎、ブートヒル、お前を倒してやる。ホーリーウーボ、威勢いいじゃねえか。銃弾に目はついてねえからよ。何があっても俺を恨むなよ。あ、ねえ、nicht das Viech。ich weiß nicht, ob ich das Viech erledige mit diesem Team。Der ist schon in seiner zweiten Phase. Ja. Ah. Oh Gott, wie soll ich denn die klein kriegen? Ah. Oh, warte mal, das ist doch voll easy. Nehmen wir mal eine Schein über Zeit.Da. Bom, bom, bom. Ah, wenn wir jetzt die ganze Zeit auf Nerven gehen, ne? Und so knuddelig eigentlich dieses eine Viech, wenn er sowieso nichts bringt.Da. Da. Da hat er aufgefüllt bevor. Da. Tisch. Danke, danke, da. Alles klar.Ja. Oh mein Gott, ah, der ist noch. Nee, ist er nicht. Luca, die da war, die wir eran, da ist nein. Und dann ist sie nicht ein Luca. Immer das so hohe Niveau, die kann nicht so. Kann ich das noch kind schon heute wo, wo du da kriegst, ich weiß so da.Okay, da muss ich noch mal nachdenken, wie passiert das noch mal?
zwei Leute werden sowieso absorbiert, ne? Ich weiß noch nicht wann. Es ist ja easy. Vielleicht habe ich auch nur einfach ein gutes Team, ja. So, ich heile mal hier Fushuan. Warum hat sie eigentlich die Hälfte ihrer P verloren? Als er einmal hier geklaut wurde? Okay, nimm Gunaifen, die ist sowieso die Schwächste. Meine Ultimate ist die ganze Zeit ready wegen dem Viech. Ach so, ja, ich den Gegner erledigen, ne? Coolen haben keine Augen, ja, und die Viecher haben Augen. Verstehe. Okay, ich habe gar keine Punkte dafür bekommen. Ich meine, ja, ich kann immer meine Ultimate hier einsetzen. Aber jedes Mal, bevor er diesen Effekt einsetzt, werden meine Ultimates aktiviert. Was ein bisschen krass ist. Macht ehrlich gesagt voll easy. Nein, Kafka. Na, ich muss mich eher auf die Viecher konzentrieren. Ich lebe noch. Ah. War mein Ultimate schon ready? Ah, den Balken, den krieg ich runter. Wo der voll langsam hochgeht, ey. Ich merke nur ein. Der Kampf, der war auch mal viel schwieriger, ne? Den erstmal hatte zum Beispiel. Ah, ich will hier Schaden über Zeit. Ding aber irgendwann. Oh, gleich hat er weg. Boah. Und wieder alle Ultimates. Der. Okay, das ist ein bisschen chillig gerade. Ich glaube, der wird aber danach überleben. Handwerkwisse. Oder auch nicht. Jetzt aber. Immer noch nicht. Jetzt aber. Okay, der Kampf war chillig. Die Menge. And the crowd goes mild. Oh, seine Faust aus Stahl. Eine Sekunde nur da, Bild. Ja,
Alter. Warum haben die denn das Bild nur eine Sekunde da gelassen? Irgendjemand hat da gesessen, vielleicht irgendwie tagelang in das Ding gesessen und dann haben sie halt für eine so halbe Sekunde gezeigt. Boah. Können wir mal einen Screenshot davon machen? Leute. Ja, leider hat Luca in diesem Kampf gegen die Galaxy Ranger Bootle verloren. Was? In der anstehenden Pressekonferenz wird Lukas Trainer Darin die Frage der anwesenden Reporter beantworten. Was? Von Trainer ausgewählten Reporter können Fragen stellen. Fasst euch bitte kurz. So, Trainer Darin, wir können beginnen. Erste Sitzreihe, erste Reihe, zweite Person von links. Sagt doch einfach die Person in der Mitte. Er hat mich letztens voll verwirrt. Aber warte mal, das Hook. Ich habe erst gedacht, er wäre so ein kleiner Roboter. Ich habe irgendwie nur so. Ich habe diese Punkte auf der Mütze irgendwie hier mit Augen verwechselt. Das Hook. Schieß los. Vielleicht liegst du an deinem Blickwinkel, aber fast hättest du den Reporter gar nicht bemerkt. Nun signalisierst du den unsichtbaren Reporter allerdings vielleicht aus Neugier, vielleicht aber auch aus Müdigkeit, seine Frage zu stellen. Wer soll denn dort sein? Wenn dann jemand ist, gehe ich zur nächsten rüber. Moment mal, ich bin auch hier. Huck scheint ein Stück zu weit vorne zu stehen. Ich möchte eine Frage zum Auftrag der Belleborger Kristallkurier stellen. Über den nicht vorhandenen Brillengläser auf die Tränendrüse drücken und über den nicht vorhandenen Brillengläser wischen. Huck wird endlich erwachsen. Ich bin so gerührt. Siehst du das, Onkel Fersmann? Hör auf so zu reden, als ob der alte Mann nicht mehr unter uns wäre. Im Internet hieß es, dass die Kampfkunstzeremonie langsam zu einer Waffenmesse wird und dass bald Sternzerstörerkanonen abgefeuert werden, wenn das so weitergeht. Dürfte ich fragen, was Trainer Daneo von solchen Kommentaren hält? Die Kampfkunstzeremonie muss mit der Zeit gehen. Die Kampfkunstzeremonie muss eben mit der Zeit gehen. Es kommt nicht darauf an, welche Waffen eingesetzt werden. Es kommt darauf an, dass die Kämpfe spannend sind. Wenn wir die Zeit bei der Zeremonie komplett auf traditionelle Ausrüstung beschränken, wäre die Hälfte der Teilnehmer direkt aus. Ich wollte schon sagen, der kämpft mit der Pistole, während alle anderen mit Kampfkunst kämpfen. Trainer Daniel klingt sehr vernünftig. Ich hoffe aber, dass ich nächstes Mal auch verstehe, was du da sagst. Luca mag den Kampf verloren, aber Belleborg wird ihn auch weiterhin unterstützen. Vor allem seine Freunde. Trainer Danero, bitte sag in Lukas Namen etwas zu seinen Fans. Weil. So. Die Fans müssen sich keine Sorgen machen. Luca trainiert bereits hart, um sie zur alten Form zurückzufinden. Unser Trainerteam analysiert genau, was wir besser machen können. Wir werden die Chance im Wiederbelebungskampf nutzen und also bitte habt etwas Geduld und freut euch auf die Rückkehr unseres Champions. Aber mir ist aufgefallen, dass Luca immer noch ziemlich deprimiert ist. Ich würde dir empfehlen, deine Quellen etwas auffälliger zu prüfen. Na gut, die Fragerunde ist beendet. Trainer Neo, wähle einen der Reporter aus. Von mir oder von da aus? Ja, mit der Kamera reden wir die ganze Zeit schon. Schieß los. Hallo Trainer Neo, ich bin von Kampfkunst heute. Wir kommentieren von allen professionellen Kampfkunst. Mein Name ist tut nicht zur Sache. Du kannst mich einfach Profi-Reporter nennen. Von Lukas Leistung im Ring einmal abgesehen, geht es mir hauptsächlich um deine Taktik. Beim Profi werde ich, habe ich schon gewartet. Ich habe mir die Aufnahme des Kampfes mehrfach angesehen und dabei etwas Verblüffendes entdeckt. Als Luca in den Lauf der Kanone schaute, wandte er keinen der üblichen Ausweichtechniken an, sondern stand nur wie angewurzelt da. Viele sehen darin einen Fehler von Lukas Seite. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine taktische Maßnahme von dir war. Ich glaube, du hast auf die Agilität des Gegners absichtlich mit Bewegungsunfähigkeit reagiert, um Zweifel in Botel zu sehen und psychologisch die Oberhand zu gewinnen. Ja, genau, das war mein Plan. Das ist die Frage eines wahren Profis, ausgesprochen professionell. So professionell wie die Taktik, die ich vorbereitet habe. Aber leider hat Luca letztendlich nicht durchgehalten und diese einmalige Gelegenheit in den Sand gesetzt. Wir haben echt verloren? Ich wusste, ich hatte recht. Vielen Dank, dass du etwas Licht ins Dunkel gemacht hast, Trainer Daniro. Tatsächlich ist ein Sieg von Luca über Bootle nicht unmöglich. Ich habe einen Plan, den ich gerne erläutern würde. Wie sagt man so schön? Auf über 7 Schritte Entfernung ist die
Kugelsteller unter sieben die Faust. Wenn Luca sofort zu Beginn nahe an Butel herankäme und ihm aus der nächsten Nähe einen Faustschlag verpassen könnte, wie würde Butel sich dagegen verteidigen? Dann tritt du doch im nächsten Kampf gegen Butel an. Ich setze auf deine Strategie, wenn du im nächsten Kampf gegen Butel antrittst. Ich gegen Butel kämpfen, soll das ein Witz sein? Na gut, die Fragerunde ist beendet. Trainer Daliro, vielen Dank für deine ausschlussreiche Antworten. Damit ist die heutige Pressekonferenz beendet. Wir bitten alle Medienvertreter, den Bereich ruhig und geordnet zu verlassen. Die Presse ist zufrieden und jetzt geht's ans Eingemachte. Das später am Kiosk auf der Himmelsspalter. Also haben wir echt verloren, was ist das denn? Die neueste Ausgabe von Lofus Sports Illustrated ist raus. Bitte bin gespannt, was es Neues gibt. Okay. So, ach was. Aber wir sind nicht draußen, ne? Ist das überhaupt legal? Der ist doch hier gesucht. Kleine Gastjournalistin von Kristallkur. Ah, dadurch tun die Dinger sich ändern, alles klar. Mit der richtigen Pose kann auch der durchschnittliche Mensch gegen Butel gewinnen. Ja gut, dann mach du mal. Und dieses Magazin wäre mir gar nicht klar, welche Tragweite dieses Turnier hat. Oh nein, Butel hat Lukas Selbstvertrauen total zerstört. Es bleibt jetzt nur noch der Hoffnungslauf. Also hoffen wir mal, dass das alles gut läuft. Ich habe mich schon gefragt, weil diesen einen Tapir-Dingen hier gibt es 5 Kämpfe und wir haben leider nur noch 4 Kämpfe entfernt. Sieht so aus, als hätten die Zuschauer diesen Kampf genossen. Lukas blieb halt nimmt weiter zu. Reiß dich zusammen, Luca. Du lässt deinen Unterstützer nicht enttäuschen. Bei diesen einen Spielmodus waren irgendwie noch 4 Kämpfe übrig. Was irgendwie keinen Sinn macht, weil nur noch 3 Kämpfe in der Liste übrig waren. Deswegen habe ich mich schon gewundert. Kann ich da hingehen? Nein. Wollte ich ernsthaft überzeugen, aus dem Wettkampf auszusteigen. どうやられて無様に逃げ出すかをな。ごめんジパードさん、ブローニャ様。俺はただの役立たずだ。ですが。悪い。少し一人にしてくれねえか。さあ。まあ、here。Konnte man die Kämpfe nämlich noch mal machen. Genau, hier war Topaz und hier war, ja, schon versucht. Und jetzt Butel, und da waren hier noch 3 andere Kämpfe, ne? Das war Yan Qing, wie auch immer da noch, verdeckt war. Und ja, dann noch eine Person. Aber ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wer ist denn die andere Person dann? Deswegen habe ich mich gewundert. Nein, da ist ein Kreuzchen. Doch, nein. Ah, mehr Kugeln. Warte mal noch was. Mehr. So, Brich. Das sind die Zeitungsdinger, ne? Aber konnte ich ja nicht irgendwie ändern, ne? Deswegen, was soll ich machen? Was sind hier Neues? Gar nichts. So. Aber noch ein Ding, dann habe ich das Eidolon von März komplettiert. Und da haben wir noch gesehen, dieses Tapir-Ding ist irgendwie auch eine Belohnung. Hoho! Daniel, hast du gerade zu tun? Für dich habe ich immer Zeit.
Super. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass du der Trainer des Teams von Bellabog bist. Ich dachte mir, du bist sicher beschäftigt. Kannst du glauben, dass du Zeit hast? Herr Schweif möchte wissen, warum du plötzlich Zeit hast. Luca ist ausgeschieden. Luca ist gerade ausgeschieden. Ich habe plötzlich Zeit. Es tut mir leid. Ich wusste es nicht. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Herr Schweif macht einen riesen Theater, weil er dich sehen will. Also Herr Schweif sagt, er möchte kein Theater. Aber das tut er. Wo treffen wir uns? Treffen wir uns auf den Himmelsspalter. Wir werden bald dort sein. Haben wir schon mal gesehen, irgendwie so in Cutscenes mäßig hier? Nee, ne? Ah, ich weiß nicht, welcher davon am nächsten ist. Lass mich mal. Suchst du mich, Schweif? Das ist übrigens der Fuchsschwanz von Hoho. Wenn er gerade nicht an ihr klebt. Ja, der ist ein Geist. Den sie irgendwie mal als Kind gefunden hat, irgendwie. So, irgendwann hat mich gerade auf meinem PC geöffnet. Ich weiß noch nicht was. Was war ich gerade im Kampf dabei? Ja, müssen wir gegen diesen einen Boss dann kämpfen, den wir in ihrer Story bekämpft haben, beziehungsweise Event oder irgendwie so. Er hat sich entschlossen, nicht am Hoffnungslauf teilzunehmen. Weil er depri ist. Professor und Schweif von Lukas immer schlimmer werden in Halluzinationen. ちょっと負けたくらいで試合を諦めるってのか。妨害妨害。ついに俺様たちのフォフォよりも下手れの臆病者が見つかったぞ。そんなことを言わないであげて。相手との間に縮めようのない差を感じたら誰だって落ち込む。 それが試合に出たくない理由だってか。なあ、こそ。そいつは諦めたんだろ。だったら、ホホを鍛えてやってくれ。そんなくだらねえやつはもう気にすんな。あの、幻覚のことなんだけど、全く何もできないってわけでもなくて。 Also ich weiß auf jeden Fall, dass sobald wir gegen Yanshin kämpfen, dass dann seine Halluzinationen wahrscheinlich vorbei sind, weil Yanshin ist ein Boss. Der wird wahrscheinlich nicht ersetzt werden durch irgendwas. Hoho zwinkert dir zu, um anzudeuten, dass du dich am Erwecken von moralischen Pflichtgefühlen beteiligen solltest. So trockene Augen.
Ja, traurig, wenn man heutzutage nur schwer solchen Teilnahmswollen Hilfe findet. Also trockene Augen. Ja, wir sollen ihn benutzen, damit er da reingeht, ne? Er kann sich in den, er kann in andere Leute reingehen. Danke, Herr Schweif. Dann bringen wir dich mal zu Luca, damit du in Luca reingehen kannst. Na klar. So. Sie sind Fans von Luca. Jemand stellt ja Fragen über den schwebenden Geist. Danke. Ich habe gerade noch Genshin Impact aufgenommen. Mich gefragt, warum niemand Paimon in Frage stellt, diesen kleinen schwebenden Engel. Ich habe noch nie jemanden gehört, wie jemand gesagt hat, hey, was bist du? Direkt die erste Person, die ihr nicht kennt. Was bist du? Und ich habe mir halt eine Ding überhaupt dann mitgenommen, wenn das nicht hilft. Knuddel das einmal kurz. Immerhin hat sich dein... Du hast alles gegessen? ルカさん、実は私たちあなたの憂鬱な気持ちを晴らして幻覚症状を治療するための専門家として七死人さんに連れてきてもらったんだ。たちは余計だろ。そんなすごいことができるのは俺様だけだ。 みんな、俺はもう棄権したんだ。こんな役立たずのために時間やお金を無駄にしないでくれ。もう我慢できねえ。こいつのうじうじした態度には吐き気がする。さっさとやらせてくれ。あ、さあ、いつもらすみちょっと尻尾。 どうして急にそんな近づいてくるんだ。寒い。なんだこれ。体が震えるほど寒いぞ。Okay, jetzt gehen wir wahrscheinlich wieder in dieses kleine Labyrinth. Ja. ルカに自信を取り戻させるには、こいつの自信を打ち砕いた原因を見つけて。 Sind wir sozusagen in dem in Lukas Seelenleben schon. Muss man schon öfter machen. So. Du. Handy verlassen. Alles klar. Ja, was geht? Magi! Mata ore no shiai o mi ni kita no ka? Magi. Luka Oni-chan, hontou ni sugoi ne. Ooki na otoko no hito ga 3 nin mo dete kita toki wa kowakatta kedo. Minna taoshichau nda mon. いつか私もルカお兄ちゃんみたいに強くなりたい。もちろんなれるさ。ちゃんとご飯を食べてしっかり寝て体を鍛えればマギーはきっと俺よりも強くなれる。そんでリング上で俺を簡単に倒してこう叫ぶんだ。ハンマータウン出身のヒーロー、無敵のボルダータウンのチャンピオンは世界の弱を根絶やしにするってな。
メだよルカお兄ちゃん、それは悪人を倒した時のセリフでしょ。そうだったな。ほらもう遅いから早く家に帰って寝るんだ。早寝早起きしないと背が伸びないぞ。ねえルカお兄ちゃん、もしかしたら次の試合見に行けないかも。そうなのか。でも大丈夫だ、お前が来られなくても応援してくれてるってことは分かってるからな。でも次の試合には来てくれよ。その試合は弾頭の歌手コルジョニと戦うんだ。絶対に見逃せないだろう。あのね、多分次の試合もこれからしばらく見に行けないかもしれないの。え？何かあったのか？いつか私もルカお兄ちゃんみたいに強くなりたいな。マギー、どこに行ったんだ？マギーなんでいなくなっちまったんだ。まだマギーが強くなった姿見れてねえのに。ルカ、あの子娘は誰なんだ？あの子はマギーって言って俺のファンだった子だ。マギーはいつも試合を見に来てくれて、だんだん仲良くなって話もするようになった。だが俺は彼女のことをあんまり知らなかったんだ。かなり後になって聞いたことなんだが、マギーはその時すでに重い病気にかかってて、病魔と戦ってたんだ。だが下層部はすごく貧しいってこともあってな、医者がどんなに手を尽くしても彼女を救うことはできなかった。まあその残念だったな、ルカ。お前は俺が生まれた場所についてよく知らないだろうな。子供の頃みんな生活がすげえ苦しくて、毎日誰かが死にかけてたんだ。怪物に殺された人、盗賊に殺された人、たくさんの犠牲を見てきた。その時思ったんだ、俺らは弱すぎるって。少なくとも俺がもっと強くなれば奴らを倒して生き延びることができるだろう。それから俺は着実に強くなって、下層部のボクシングチャンピオンにまでなった。それで、その時の俺は。Bitte sag mir, der hat dieses kleine Mädchen getroffen, als er selber noch ein kleiner Junge war. Sonst ist das merkwürdig. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall, ne? Immer noch merkwürdig. だから、どんなに恐ろしい敵を前にしようが、戦えば必ず勝てる。みんなにそう伝えることができると思ったんだ。だがマギーに勝利の知らせを伝えようとしたとき、あの子の父親からマギーがこの世を去ったことを聞かされた。マギーはあんな小さな体でずっと病気と戦ってたんだ。そうだ、ずっと戦ってた。だったらその戦いには勝たなきゃなんねえだろう。俺は分かったんだ。結局のところ人生には勝てない戦いがたくさんあって、負けられねえ戦いだったとしても負けることがあるってことをな。ブートヒルと戦った時もそうだった。俺は子供たちを騙し、自分自身も騙してた。あいつらに顔向けてきねえ。やれやれ、こいつは問題から逃げてるようだな。追いかけて見てみようじゃねえか。Oh, wait. The, pfff. つな。このウーボ。他のやつは遊びかもしれねえが、俺は違えぜ。俺は命をかけて戦う。あんたにその覚悟がねえってんならさっさと失せな。ほら、
この銃口を見な。こっちに来て俺を殴ってみろよ。あんたにできればの話だがな。ルカ、来いよ。俺を殴ってみろ。あんたにやれんのか。Na, ganz ehrlich zu sein, er kommt mit der Knarre in Kampfkunst zu dir. Butohiru, o mae o taoseru. Holy Ubo, isei jarei ka. Jūdan ni me wa tsuite nei kara yo. Nani ga atte mo ore o uramu na yo.負けたとはいえ、お前はなかなかだったと思うぞ。銃口を前にして、真正面から拳を振るう勇気なんぞ。マッチョメン。でもあるもんじゃねえ。Randy Savage? 他にどうしようもなかっただけだ。背を向けて逃げる。降参する。そんなの前に出て一発食らわせるのと何が違うってんだ。何を選ぼうと、あの時俺の命は。自分の手の中にはなかった。わかるか？奴が俺を殺そうと思えば簡単にやれたんだ。言ってみれば、ブートヒルに見逃してもらったようなもんだ。俺はこういう感覚が嫌いだ。自分が無力なせいで他人に支配されて、どんなにあがこうともバカらしく感じてしまうこの感覚が。マギーが病気と戦ってた時も、きっとこんな感じだったんじゃねえかな。アホ、この宇宙で支配されてないなんてものがあると思うか。俺様たち太陽の祖先だって炉の中に閉じ込められて、なんならアイオーンたちでさえ運命の道を歩まなきゃいけねえ。自由だ、自由ってのがそんなに大事なのか。尻尾にはわからないんだよ。俺はただ負けたくねえだけなんだ。はあ、なんでまた逃げたんだ。まあいい、もうすぐあいつの心の真相に入れそうだしな。そこにあいつの自信を失わせた悪魔が隠れている。逃げろ、早く逃げろバカ。お前じゃ勝てない、死ぬぞ。 Warum gibt ihr mir so lange Dialoge? Das war euch gerade schon gesagt. バカだな、勝てるはずないだろう。逃げろ、死ぬのが怖くないのか。おい、そこのクソ野郎ども、ここでそんなくだらねえこと言ってんじゃねえよ。とっととうせやがれ。お前は誰だ。ここのやつじゃないな。ここにいていい存在じゃない。お前は異物だ。物は排除してやる。俺様を排除するだ。笑わせんな、それはこっちのセリフだぜ。So zeigt sie Kampf. Was für ein Team habe ich? Oh Gott sei Dank. やっかいそう。ガツンと来るやつで行こう。どうしない。Nein. Ich habe mir mein Grind-Team schaffen. Ja, da. Bestimmt. Das. Mach mal so.
Ja. Ich brauche unbedingt bessere Sachen für Shinchei. Ich bin die ganze Zeit für ihr Dings hier am Farmen, für ihr blödes Relikt-Set. Weil gerade hier doppelte Relikt-Sets am Laufen sind. Aber ich krieg einfach nichts. Ich krieg die ganze Zeit nichts. Das ist voll, das ist voll frustrierend. Ja, mein Gott, wie lange ist denn der da betäubt? Okay. Boah. Ausgezeichnet. お前の心をかき乱す雑音は取り除いてやったぞ。しっかり仕上がれ。雑音？ジェパードさん、ベロブルグの軍人なんだけど、その人も俺に似たようなことを話してたな。心の声というのは本来とても騒がしいものだ。安全で快適な場所には特に。だからこそ心の中にある重要な声は 苦痛や不安、危険が伴う状況でしか聞こえてこない。ブートヒルの重厚の前に立った時、ジェパードさんが言ってた通りだって分かったんだ。俺の心が静まり返る中、一つの声だけがずっと叫び続けてた。その声はだんだん大きくなって、周りの全てを覆っちまった。その声は、逃げろ、 逃げろ逃げろ、早く逃げないと死ぬぞって言ってたんだ。それが俺が危険にさらされた時、心の奥底から聞こえてきた真実の声だ。これは自分で思ってるほど俺は強くねえってことを意味してんのかもな。じゃあその心の声が逃げろって言ったんなら、どうして立ち向かってったんだ。 実はその時、うっすらとだけど聞こえてきた声もあったんだ。ほとんど聞こえねえほど弱々しいものだったが、それでもはっきりと俺の耳に届いた。今逃げんならこのまま死んだ方がマシだって声が。そんで立ち向かったんだから、お前はよくやったんじゃねえのか。 負けちまったんだよ、尻尾。その重要な声に耳を傾けた結果、俺は惨めに負けちまった。たとえ復活できたとしても、また負けるに決まってる。今日負けなくても明日負ける。どんなに強くなったって、いずれは負けんだ。笑わせてくれるぜ。何をくだらねえこと言ってんだ。 お前たち人間は脆弱だ。もちろん、サイヨウもな。だがそんなことはどうだっていい。重要なのは、人生ってのは敗北が付きまとうリングだってことだ。老いや病気も欲しいもんが手に入らねえことも、どれも一発でお前をぶちのめしてくる。<笑>そして死はとどめをぶちかましてきて、お前を、 お前の家族や友人を、めそめそと泣かせるんだ。どうあがいても惨敗しかねえんだったら、一体どうすれば勝ちになるんだ。バカ野郎が、そんなこと他人に聞いてどうすんだ。それはお前が自分で決めることだろうが。俺には、わかんねえ。 本当に救いようのねえバカだな、お前は。一つ質問するから、よく考えて答えろ。お前のファン、マギーだったから。そいつはずっと病気と戦い続けたが、結局勝てなかったか。小娘を負けたと思うか？ マギー。 負けた。 だが、あの子は必死にやるべきことを全部やったんだ。
病魔に対してひるむことなく拳を振るい続けた。一発また一発ってよ。マギーこそ最高のボクサーだ。俺の心の中でマギーは勝った。見事な KO 勝ちを決めたんだ。よく分かってんじゃねえか。確かにリング上では勝ち負けの基準がある。だが人生においてそれを決めるのは他でもねえ、俺様たち自身だぜ。ルカ、大事なのはいつだって次の一撃を放つことだ。大事なのはいつだって次の一撃を放つこと。ありがとう、尻尾。やめろやめろ。俺様は他人から感謝されるのが苦手なんだ。気合が入ったんだったらしっかり復活戦で戦ってきやがれ。Alles klar. Haben wir hier erfolgreich Psychiater gespielt. Jetzt mal wieder boxen, ne? War gut. Kann ich nicht aufgeben, ich hätte es nicht gemacht. Lukas, hast du alles durchgedacht? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Lukas!安心しましたよ。やっと元気を取り戻してくれたんですね。よかった。あんなに落ち込んでいるところを見てたらこっちまで辛くなっちゃう。gut, dass du dich zusammengerissen hast. みんなありがとうな。schon da gerade im Liegestütze aufwärmen. 絶対に途中で逃げたりしないぜ。それにしてもさっきは何が起こったのでしょうか。緑の光が現れたと思いきや、突然ルカ選手が元気になりましたが、治療にしては時間もあまりかかってませんし。Just roll with it。ラフに来てから変なもんをたくさん見てるせいか、尻尾の力を見ても特に驚かなかったぜ。おい、誰が変なもんだって。ところで復活戦は人気度によって出場枠がもらえるんですよね。今のルカ選手に出場資格はあるのでしょうか。ちょっと確認してみる。あった、あったよ。ルカさん、復活戦のところに名前があった。どうぞ。どうやらまた忙しくなるようだな。残念だぜ。フォフォーリングに立たせてボコボコにする計画はしばらくお預けのようだな。もう尻尾ってば。そんじゃ俺様たちはこれでお世話になります。そんじゃ俺様たちはこれでお世話になります。ありがとうな、二人とも。今度は俺の試合を見に来てくれ。二人に恥じねえ戦いをするから。さあ、gleite hoch und schweife nach außen. Gut. Sehen wir da hier? Ja. So, gegen wen kämpfen wir als nächstes? Magenti? Schon wieder? Zwei Rotschöpfe kämpfen gegeneinander. Okay, sorry. Hab keine Angst, offen zu reden. Ho. Oh, sorry. Dazwischen noch Kämpfe machen? Werde ich nicht enttäuschen. Ja,
Aber gegen Agenti müssen wir auch ohne. Müssen wir auch ohne Halluzinationen bekämpfen, weil Agenti ist auch ein Boss. Aber ist hier eigentlich? Ist hier ein Shop? Neuer? Was? Nein. Also, was schon sagen, mit dir habe ich glaube ich schon mal geredet. Genau, hier kannst du irgendwie solche Sachen kaufen. Ich weiß nicht, was das ist. Angeblich habe ich eine eigene Zeitschrift. Ja, ich habe die schon mal gekauft. Dafür hat man diese eine Währung benutzt. Ich weiß gar nicht, was die sind. Die kriegt man durch einige Sachen, wenn man irgendwie gute Taten vollbringt, aber ich weiß nicht genau, wofür die da sind. Ich meine, man kann die ja genau, da gab es irgendjemanden, der hat irgendwie so Müllgegenstände verkauft. Ich bin mir sicher, dass du gewinnen wirst. この復活戦の試合形式がどんなもんなのかまだよく分かってねえんだよな。ボクサーやっぱ今のカポット。聞くところによると、過去の演武典礼での復活戦は人気のある敗者同士で乱戦を繰り広げ、最後まで残った一人が試合に復帰できるという形式だったそうです。あ、はい、まあ、みんな、アゲンツテーマ。制限将軍は大量の武芸者同士の戦いの美しさを表現したいということで。 武芸者同士の戦いの美しさを表現したいということで、試合形式を変更したらしいんですよ。またやまん、Schönheit gesagt。Schiedsrichter, kämpfe noch gegen den. Er ist ein alter Kumpel von mir. Jetzt irgendwann mal einfach zufällig auf unseren Zug aufgetaucht. Wir sind uns in ein schwarzes Loch eingedüst. Irgendwie so weit, ich weiß das nicht mehr genau. Irgendwie verstehe ich den Sinn von ihr nicht. Muss sie unbedingt hier sein? Ja, nicht einfach so, oder? Das ist halt wahrscheinlich, damit nicht Luca hier der Einzige ist, der die ganze Zeit am Reden ist, ne? Und mein Auftrag, der redet ja nicht viel. So, boom. Ey, ich habe eine Abkürzung. Agenti, oh, gegen ihn kann man direkt kämpfen. Okay, machen wir halt beim nächsten Mal direkt. Gut, dann will ich hier einen Schnitt machen. In der nächsten Folge gehen wir dann direkt weiter. Gucken, was hier passiert. Die Flamme nicht erlöschen. Gut. Was hier? Also da habe ich irgendwie genau. Meine tägliche Mission habe ich auch noch nicht gemacht. Boah, was habe ich denn heute überhaupt gemacht? Na gut, dann würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge, ne? Mit der Beliebtheitsrunde. Wie ist das? Beliebtheitsrunde? Keine Ahnung. Sind noch 3 Tage übrig. Das soll ich aber schaffen, wenn ich jeden Tag hier so eine Stunde aufnehme, glaube ich, ne? Hier kann man auch noch, das hier kann ich vielleicht offscreen machen, mal schauen. Ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Weil die werden ja wahrscheinlich noch dauerhaft übrig sein, ne? Okay, ich wollte schon sagen, kann man sich hier spoilern, gegen wie man da kämpft? Irgendwie nicht. Starten nehme ich die Namen nicht. So, beim nächsten Mal hauen wir dann Agenti aufs Maul, ne? Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.